Nur los, Spaß und Freude. Was macht der Nebel? Schilde kaputt. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Schild und bringt auch Crew rum. Bereit und willig. Da will also keiner wirklich gerne durchfliegen. Wenn doch, ist hier eine Station für Abfangen das noch das Richtige dafür. Das heißt, ich könnte gleich ziemlich bedenkenlos hier eine Dilithium-Station hinstellen. Erwarten Befehle. Bestätigt. Und ein, zwei Schiffe zu verteidigen. Das ist ein logischer Befehl. Und mit ein, zwei meine ich mal meine Galaxy-Abteilung. Die darf mal mitkommen. Bist du ein Assembler? Nee. Der wehrt sich oder schießt er wohl? Das kann doch kein Kolonieschiff sein dann. Fliegt er ja. Erwarten Befehle. Angriff. Leiten Hilfsenergie in Waffen um. Selbst die untere Feind Bildschirmgrenze hat so einen Nebel. Und was sind das, Minenschiffe? Aha. Die wollen meinen neuen Endlosmond klauen. Nix da. Erwarten Befehle. Könnt ihr vergessen. Das heißt aber, gleich müsste deren Minenstation kommen. Bereit und willig. Die müsste von irgendwo hergeflogen kommen, die Viecher, nicht wahr? Dann muss wahrscheinlich hier so in der Spirale fliegen oder so. Ich meine, hier muss ich auch irgendwie hinkommen. Wahrscheinlich bloß durch den Nebel, wobei hier geht das auch alles dicht. Erwarten Befehle. Very interessant. Very, very much. Bereit und willig. Oh, ist auch gar nichts, Alter. Ist das eine fiese Gegend? Statusbericht. Hierher. Bewaffnet und bereit. Habe ich da einen kleinen Außenposten, der ein bisschen Lucky machen kann. Und da, oh, oh, aua. Ach, schieb's mal. Jetzt aber mit der Maus rausgeklickt, verdammt. Bereit und willig. Erwarten Befehle. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Ja, bitte schnell. Angegriffen. Auf Ihr Zeichen. Feuern, wenn bereit. Ich muss mich reparieren fliegen. Du darfst keinen Fall auch nur ein Schiff verlieren, wenn es nicht sein muss. Ja, ist zu kostbar, dieser Mission hier. Ja, gut. Schildstrecke lässt sich langsam wieder auf. So gehört sich das. Boah, ich habe so viel Crew-Zuwachs. Das ist Wahnsinn. Oh, zwei Crew. Drei! Taktischer Kubus. Nö. In Bereitschaft. Das habe ich aber alles abgezogen von oben. Das gibt's doch nicht. Machen Sie es so. Ich weiß, ob ich gegen drei. Oh, vier. Kurs. Fuck. Vier Kuben. Oh, fünf. Nein. Shit. Was ist das denn jetzt? Mr. LaForge, kommen die alle her? Energie in die Antriebe um. Neuer Kurs. Schieß. Alarmieren Sie Feuer. Tötet alles. Station wird angegriffen. Feind angegriffen. Oh, oi. Das ist very dangerous. Und Quantentorpedos vor. Ja, bitte. Alle Stationen, Bericht. Setzen Sie einen neuen Kurs. Los, gebt dem Oschi ordentlich auf die Omme hier. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Wer und wo und warum? Alle Stationen. Jetzt habe ich die weggezogen von da unten. Oh Mann. Statusbericht. Geh ich schon mal reparieren, sicherheitshalber. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Haben die aber ordentlich auf. Aua. Alle Arbeitscrews auf ihrer Posten. Doch hier offenbar mehr Stationen wie diese hier. Bestätigt, Sternenflotte. Haben jetzt alle meine Lithiumfrachter zerstört? Statusbericht. Stationsbau begonnen. Alter, die haben hier alles. Alle Stationen, Bericht. Die haben ordentlich zugesetzt gerade. Statusbericht. Muss ich ihn lassen. Erwarten Befehle. Stationsbau begonnen. Und ja, ich sehe kein Lithium irgendwas mehr. Schiffsbau begonnen. Ist aber knapp. Achso. Ich wollte sagen, ich brauche 100 Metalle, es ist Crew, was er braucht. Nee, noch nicht mal, was? Hä? Nur die Lithium, okay, cool. Und dann habe ich noch zwei für unten, würde ich sagen. Meine Güte, das haben sie mich aber. Ah, toll, hier ist auch nichts mehr drauf. Wo ist mein Reparatur? Das habe ich noch, gut. Reparieren Station. Ja, ich brauche mich Metall, das habe ich gerade nicht mehr, das ist alle. Schiffsbau abgeschlossen. Ja, wo ist der? Ach, da oben. Erwarten neue Befehle. Meine Güte, das war aber gerade fies. Also ja, ich brauche mehr als eine Basis, offensichtlich. Oh Mann. Schiffsbau abgeschlossen. Jetzt noch genug Metall auftreiben für die Basis da unten. Stationsbau abgeschlossen. Ich auch ganz gerne hätte. Reparieren Station. Ach, komm schon. Ausführung nicht möglich. Ja, warum nicht? Reparieren Station. Vielleicht dann wir mal bereiten so machen. Bereiten Sie den Andockbereich vor.
Ah, deswegen, okay. Wir werden uns fügen. Oh, meine Schiffsbau Güte. Schiffsbau abgeschlossen. So, Ali, brauchst du einen davon hier? Wir erwarten neue Befehle. Die anderen beiden gehen nach unten. Alles klar. Zumindest Dilithium kommt einigermaßen fix jetzt rein, nehme ich an, durch den Endlosmond. Das heißt fix, das geht sich schneller, aber unendlich. Stationsbau abgeschlossen. Der ist auch fertig, wunderschön. Wir werden uns fügen. Einsatzbereit. Komm mal wo mit werden hier. Wir gebraucht? Reparieren Station. Ja, dann reparier doch mal. Geben Koordinaten. Ich hasse den Typen, der macht das nicht, was er machen soll. Ei. Reparieren Station. So. Ganz wichtig, Lebenserhaltung. Das wäre ja komplett automatisiert, das Ding, aber nein, offenbar brauchen wir tatsächlich Menschen, um das am Laufen zu halten. Auch alle ganz schön ätzend, wenn man darüber nachdenkt. Ja, wo kommt mit meinem Metall hier auf einmal? Ja, du musst nur 30 gehabt, oder nicht? So, egal, der ist wieder sicher für Menschen. Und jetzt arbeitet er wieder. Aber ich kann keinen neu beamen, komischerweise. Muss ich auch nicht verstehen. Ach, jetzt geht's. Fordere zusätzliches Personal an. Meine Güte. Ja, es gibt schon ein paar Problemchen hier irgendwie in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es alles am Mod liegt. Ich denke tatsächlich schon. Wir werden uns fügen. Weil ich dich im Kopf habe, weil es so kompliziert war zum Teil. Reparieren Station. Hi. Das war ja gar nichts, aber ich genau dran bin eigentlich. Egal, es geht wieder einigermaßen soweit weiter. Nicht schön, dafür selten. Und bereit. Mehr Metall hätte ich trotzdem ganz gerne. Oh Mann, ey. So, hier, gucken mal, ja, wo kamen die überhaupt her? Wie ich schon vorhin mal gesagt, die müssen hier durchgeflogen sein. Dafür sahen sie aber gut im Schuss aus eigentlich. Hier ist auch noch irgendwas Kleines. Oh Mann, ich habe jetzt echt ein bisschen Schiss wegzufliegen, bevor jetzt wieder welche kommen. Und denk mir ja, ich müsste vielleicht doch lieber vorher alles ordentlich aufbauen, bevor ich mich jetzt tatsächlich da ins Gefecht stürze. Fordere zusätzliches Personal an. Einsatzbereit. Das ist selbst repariert, ne? Das gibt's einfach nicht. Das dauert viel zu lange. Reparieren Station. Ja, wenn es mal so wäre. Reparieren Station. Komm. Sofort. Reparieren Station. Es passiert nichts, bis in Reichweite ist. Reparieren Station. Reparieren Station. Ja. Reparieren Station. Reparieren Station. Mann, Mann, Mann. Dass er ein bisschen nicht daran fliegt oder so oder mitfliegt oder keine Ahnung, wenn er reparieren will. Das wäre so eine logische Sache eigentlich. Würde ich jetzt so schätzen als... Weiß nicht, jemand, der es so einschätzt. Ah. Das brauche ich vielleicht noch ganz dringend. Da brauche ich aber wieder die nächste Stube für, oder? Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Aber kann man sich ja... Braucht quasi kein Metall. Das ist okay. Nee, ich brauche nur Metall. Ich brauche nur Metall. Das ist wiederum nicht okay. Alter. Ich könnte jetzt auch das hier schon mal holen, aber auch dafür brauche ich ja zwei im Prinzip, sonst kriegt das auch wieder nichts. Oh Mann. Nee, komm. Hier. Ich weiß nicht, was ich zuerst holen soll. Ich meine, Metall habe ich auch bald nicht mehr so viel. Das ist ja relativ absehbar. Okay, 19.000 ist eine ganze Menge, das wird für die ganze Mission reichen, denke ich. Die Lithium habe ich sowieso unendlich, haben wir auch schon festgestellt, ein oder zweimal. Brauche ich nicht unbedingt eine Handelsstation. Aber das wäre schon gut. 1.250. Das hätte was, das hätte ich gern. Der fliegt einfach nicht mit, der Heil. Wir werden uns fügen. Du Hoshi, du, ehrlich. Reparieren Station. Ja, bitte. Ausführung nicht möglich. Dann streng dich halt ein bisschen an. Geben Koordinaten ein. Warum kann ich ihn nicht auch sogar... Befehl bestätigt. Aber das geht, ne? Reparieren Station. Verfolgen geht, aber nebenbei einen Schuss setzen geht offenbar nicht. Echt super. Finde ich megamäßig hammergut. Das ist so eine Kacke, ey. So. Bestätigt. Jetzt aber. Ich habe lange keine Verstärkung bekommen von der anderen Seite des Quadranten aus. Stationsbau begonnen. Dürfte auch manchmal wieder mal was kommen. Wie lange der Strahl mal geht, ne? Eben gerade war hier vorne da was Schluss und jetzt der bis da unten. Befehl bestätigt. Reparieren Station. Ja, ich bitte darum. Zumindest die Schilde hätte ich ganz gerne. Falls der nächste Angriff kommt, ich dann nicht sofort kaputt geschossen werde. Sensoren ist mir ja scheißegal bei dem Ding. Aber die Schilde, die sind schon wichtig.
Wo werden wir gebraucht? Wir werden uns fügen. Davon gehe ich aus. Reparieren Station. Du hast jetzt Prügel von mir. So. Da sind die Schilde. Bestätigt. Oh Mann, was für eine Tortur. Ich würde hiervon ganz gerne noch eine hinstellen. Oder zumindest hier unten anfangen, eine zu bauen. Das ist auch nicht verkehrt. Aber all das bleibt ein bisschen vorzeitig. Mal ein bisschen über halb voll, meine Güte. Ist egal, ich speichere jetzt mal. Steuermann, und fliege mit denen wieder irgendwo hin. Setzen Sie einen neuen Kurs. Setzen Sie einen neuen Kurs. Alle Stationen nicht. Bericht. Mr. LaForge, leiten Hat Sie sich reingeschummelt, der Picard. Der alte Haudegen. Aber nix ist. Kann er voll vergessen. Aber ich glaube, es gibt ja auch null Planeten in dem Sektor zum Bewohnen, sonst würde ich nicht extrem nach oben gehen. Das wäre ja völlig schwachsinnig. Hast du den Metall echt zurückgeworfen, was er jetzt in der Weile nicht gesammelt hat? Ich glaube, so viel Lithium gerade, vergleichsweise mit Metall. So gesehen, wenn eine Handelsstation wäre ganz gut, dann kann ich ja die Lithium mit Metall umtauschen. Das heißt, es geht auch unendlich Metalle dadurch. Das habe ich ja so auch nicht wirklich. Ich baue mir einfach eine. Komm, alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Einfach das Gute. Bestätigt. Ich baue mir eine. Ja, gut. Ich sollte halbwegs in meinem Gebiet bleiben, würde ich sagen. Da baue ich mir dort eine hin. Ein kluger Plan. Am Rande wäre auch doof, wenn der Gegner kommt. Dann wäre ich weggebombt. Da eine und. Ja, dann irgendwie. Hier eine. Da hoffen wir, dass es einigermaßen funktioniert mit der Route nachher. Stationsbau begonnen. Oh, wow, 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 wow. Alles sehr heikel hier. Aber da es schon lange keine Bock-Angriffe mehr kam, bin ich fast der Meinung, die größte Bedrohung ist bereits eliminiert oder so. Mag ein bisschen naiv klingen, das ist es auch, aber wer weiß. Vielleicht ist da was dran. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Oh, was haben wir da? Feind angegriffen. Ach siehst du, ich wollte eigentlich noch, dass sie eigentlich holen und das. Oh. Na, ich brauche schon die Werft dafür erst noch, ne? Ja, natürlich. Was ist das denn hier? Achso. Schildverbesserer. Bestätigt. Den konnte ich in der Mission zuvor noch nicht ausprobieren, aber es gibt ihn. Stationsbau abgeschlossen. Außenmetall. Ich glaube, ihr spinnt, ey. Das hier wäre auch noch eine Option. Ist auch gerade nicht so teuer. Ach, Meter. Absteiger, das wäre jetzt Dilithium und Metall, aber nein, es ist Crew. Und die Crew wird auch ausgeblendet, komischerweise. Gehst jetzt. Hallo? Crew. Die Crew steht jetzt nicht mehr da, sondern nur Metall. Ist auch ein bisschen ultig irgendwie. Naja, egal. Ah, ist ein bisschen irritierend, wie viel alles so kostet. Bereit und willig. Da muss man echt ein bisschen gucken. Richtung dieser Spruch, bereit und willig, der irritiert mich einfach total. Der kommt so oft aktuell. Wieso? Bereit und willig. Wir hatten das eingesprochen. Wir hatten das abgesegnet, Leute. Richtung wird gewechselt. Also ehrlich, was macht man doch nicht? Immer mit der Ruhe. Ich bin doch ruhig. Oh, wow. Nee, kein Nexus, alles gut. Bereit. Der stellt nur was her. Feind angegriffen. Nicht mehr lange. Die haben offenbar kein Geld, tatsächlich, die Borg. Sonst würde hier was rauskommen. Meine Produktionsstätten haben sie offensichtlich. So ist sie ja nicht. Oh, oh. Erwarten Befehle. Ab nach Hause. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Andererseits haben sie uns nur irgendwie angeteased gerade. Immer mit der Ruhe. Richtung wird gewechselt. Da ist der Kubus wieder abgehauen. Immer mit der Ruhe. Immer Find mit der ja. Ruhe. Bestätigt. Ganz gut. Aus meiner Sicht ist es Hammer. Da so. Ein kluger Plan. Und. Fracht 1, 2, 3, 5. Ja, aber so viel Lithium. 5 Stück machen hier, komm. Richtung wird gewechselt. Lass mich in Ruhe. Torpedostation. Richtung wird gewechselt. Feind angegriffen. Oh, das gibt's auf die Schnauze. Ausführung nicht möglich. Okay, gibt's auch so. Begonnen. Angriff! Waffen in Bereitschaft. Das läuft gerade ganz gut, würde ich behaupten. Also ich habe jetzt lange keinen Gegner verpuppt. Also ich bin recht zufrieden. Und hier scheint doch noch ein Planet zu sein. Guck mal nach. Richtung wird gewechselt. Und wenn das bloß für Metall sein dürfte. Aber es ist ein Planet. Schiffsbau abgeschlossen. Himmelskörper, auch immer. Fast alle. Aber das heißt, es ist nicht ganz alle. Erwarten aber offenbar bauen die nichts ab hier. Und oh, das ist ein Nexus, nein. Oh, das ist tatsächlich ein rechter Planet, aber er ist unbewohnbar, okay.
Also ist meine Theorie im Prinzip nicht widerlegt, dass es hier keine Planeten gibt, die man bewohnen kann. Im Gegenteil, es ist dadurch ja fast quasi bestätigt. Erwarten Befehle. Richtung wird gewechselt. Ich will aber nicht, dass ihr Ressourcen bekommt. Wird auch lange nichts abgebaut. Vielleicht habe ich echt dann deren einzige Schiffe. Was ist das hier? Stationsbau begonnen. War das nicht gerade, was ich abgeschossen habe? Schiffsbau. Oh, noch ein Einigkeitsding. Das gibt es aber gar nicht. Angegriffen. Also ganz ehrlich, während in Armada 1 der Mod das Spiel schwerer gemacht hat, zwar deutlich schwerer, scheint es hier das Gegenteil zu bewirken. Weil ich meine, hier ist kein einziges Dilithium-Sammelschiff unterwegs von denen. Die hatten zwei davon. Oh, oh. Immer mit der Ruhe. Die habe ich zerstört. Oh, oh. Kurs wird geändert. Hab mal hier durchgeflogen. Durch den Nebel, bitte. Wir riskieren es einfach mal. Komm nicht hinterher, die sind total passiv. Was ist denn los mit denen? Das haben die nichts Neues gebaut, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, auf jeden Fall, da bin ich ziemlich sicher. Richtung wird gewechselt. Und was die hier machen für einen Quatsch? Das ist ja super easy. Hide and seek, hit and run und fett und. Ist alles kaputt. Stationsbau abgeschlossen. Die werden sich ja quasi null. Geändert. Ich ziehe mich zurück, die ziehen sich auch zurück. Was ist denn das? In Bereitschaft. Jetzt reicht es. Wir werden es jetzt wirklich reparieren, fliegen, würde ich sagen. Bereit und willig. Die Schilde von dem Einzelnen sind nicht mehr so gut. Das ist mir nix. Durch den Nebel durch und dann fix zur Reparaturstation. Ist ja vielleicht da unten. Bereit und willig. Nein, wo fliegt die denn hin? Oh, die geht ja da oben lang, ich glaube das ja nicht. Feind angegriffen. Immer mit Hallo, der schießen. Ruhe. Schieß doch mal. Oh, der ist doch in Reichweite gewesen oder was? Ich glaube, der stirbt jetzt von mir. Weil er zu doof war zu schießen. Bei alle zu doof zu schießen. Meine Güte, ey. Ruhe. Ausführung nicht möglich. Fliegt da mal durch den Nebel durch. Erwarten Befehle. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, Beeilung. In Bereitschaft. Ich will da nicht bleiben im Nebel. Wo fliegen willig. Die? Warum fliegen die? Ah, okay. Offenbar fliegen sie im Nebel rum. Ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Toll, der ist tot. Ausführung nicht möglich. In Bereitschaft. Der ist kaputt. Oder doch nicht? Doch. Setzen Sie Kurs auf die nächste Reparaturstation. Ach, hätten sie auch durchgeflogen, ne? Mit vollen Schilden und allem, was sie noch hatten. Wäre es kein Problem gewesen, aber sie wollten einfach nicht. Da kann ich dann auch nichts für. Eins. Klar. Zwei. Mach ich. Ab dafür. Bestätigt. Das ist echt eine Sauerei. So, liebe Leute, was soll es heute mal gewesen sein mit Star Trek Armada 2? Moment. Sephiroth an Brücke, wir stellen die Maschinen heute ein. Es reicht, ich habe die Schnauze voll, die Boxen sind doof, die Mission ist irgendwie merkwürdig und trotzdem nicht so schwer. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit der Bürgerwehr. Bis dahin, gabt euch wohl. Ciao.